Seid mir gegrüßt, Genossen Vögelchen. So, herzlich willkommen zu Operation Anchorage. Dieses Add-on von Fallout 3 läuft in einer eigenen Playlist. Die bisherige Fallout 3 Playlist enthält 299 Folgen und wird hiermit pausiert, bis Operation Anchorage vorbei ist, wie wir das auch schon mit Mütterchen Zeta gemacht haben. Und wir gehen jetzt einfach mal ins Add-on an, indem wir uns hinsetzen auf diesen Stuhl. Ich denke mal, das startet das Ganze. Hossa. So, dann wollen wir mal schauen. Uah. Klaustrophobie. Wow. Geht gut ab. So, dann wollen wir mal schauen. Wir haben immer noch keine Leiche gegessen. Oh, geiles Bild im Hintergrund. Hey, hey, aufgewacht! Hey. Na los, reißen Sie sich zusammen. Ja, moin. Das war ein böser Sturz. Als ich Ihr Fallschirm verhedderte, dachte ich schon, mit dem ist's aus. Ich hoffe, die anderen haben es geschafft. Ich glaube nicht, dass uns die Patrouille gesehen hat, wie wir reinkamen. Das Überraschungsmoment ist noch auf unserer Seite. Sie haben noch Ihr ganzes Gerät. Also ist es Ihre Entscheidung. Sie können reinschleichen oder im Kugelhagel einmarschieren. Wir sehen uns wie geplant drinnen am Treffpunkt. Danach jagen wir diese Artilleriegeschütze zum Teufel. Passen Sie auf. Die Roten hier oben sind alles andere als zimperlich. Viel Glück. Ich habe mehr Sorgen vor den Grünen, denn die wollen alles verbieten. So, eine Aufgabe erfüllt. Hilfe für die Ausgestoßenen. Sieht nicht gerade besonders freundlich aus hier. Okay, er klettert da hoch. Können wir es auch machen? Nö. Wir werden uns wahrscheinlich die Knochen... Der klettert da einfach hoch, der Vogel. Ich glaube, überall hier... Sag bloß, das sind scheiß Schlauchlevel. Ich hasse es. Sieht so aus, als müssten wir uns hier durchkämpfen. Also wir können... Sneaky Sneaky machen, hat er gesagt. Aha. Können wir hier auch irgendwie einfach runter? Ach so. Wir haben wieder zurück teleportiert. Also Entdeckung Klippen. Lass uns mal sehen. Wir haben ja hier sicherlich auch eine Karte. Daten. Aufgaben. Die Geschütze von Anchorage in den chinesischen Artilleriestandort eindringen. Er hat auch gesagt, ich hätte noch mein Gerät. Natürlich habe ich mein Gerät. Oh, warte mal. Oh, ganz eigene Karte, Klippen. Artillerie am Mineneingang von Overlook. Artillerie von Overlook. Lauschposten. Das heißt Rauschposten. Das ist nur chinesisch, weißt du? Hier wird weißes Rauschen ausgestrahlt, damit die Leute wahnsinnig werden. Verlassene Minenstadt. US-Einsatzhauptquartier, Schlachtfeld, Schützengräben, chinesisches Vorstort, Camp Delta, chinesisches Impulsfeld, von den Chinesen besetzte Raffinerie, Chimärenrüstungsdepot. Also, ja, haben wir hier irgendwelche... Aha, nö. Radio. Wer immer mich hören kann, mein Name ist Werner, ich komme aus... Wir können hier ein Notrufsignal aus der Außenwelt hören. Das ist unrealistisch. Lass uns mal sehen, was ist denn mit unserem Inventar? Gegenstände. Wir haben eine wintertaugliche Kampfrüstung, einen wintertauglichen Kampfhelm. Als Waffen haben wir einen Grabendolch und eine 10mm Pistole. Na toll, 10mm Pistole. Mit ganzen 48 Schuss, fuck. Und graben durch. Also wir können hier sneaky sneaky mit dem Dolch durchgehen, was nicht so mein Fall ist. Und wir können ballern. Ich glaube, ich werde lieber ballern. Wenn auch das mit dieser Waffe garantiert kein Spaß wird. Caution, high winds, no safety equipment, do not proceed. Hm, da waren wir aber eben gerade. Okay. Ja, es sieht mir verdammt nach Schlauchleveln aus. Ah ja. Wir können uns soweit erstmal verstecken.
steht einer. Okay, wir werden es ein bisschen sneaky versuchen. Wollen wir die per sneaky wegmachen? Ah, halt! Ich glaube, der hat uns gesehen. Ui. Das ist ja unfair, der hat eine Maschinenpistole und wir haben nur so eine Kackknarre. Alter. Das geht ja gar nicht. Ja, wir scheinen aber recht gut geschützt zu sein durch unsere Rüstung. Hui. Das ist ja fiese, der löst sich auf. Der löst sich auf, wir können ihn nicht mal looten. Mhm. Irgendwas hier in den Kisten, oder? Was ist das da komisches? Gesundheitsspender. Gesundheit wiederhergestellt. Ach so, so funktioniert das hier. Vorsicht. Okay. Sind wieder versteckt. Weißt du was? Diese Sonnenbrille macht es nicht leichter. Ich kann nämlich nicht sehen. Moinsen. Tovarisch. Tovarischi. Wir sind auf dem Weg. Für Mutterchen Russland. Natürlich für die scheiß Amis hier. Entschuldigung, aber ist so. Vorsicht. Okay. Halt. Da oben ist einer. In die Birne. Karaschotto war ich. Ich hab's gesehen. Du kannst mich nicht sehen wegen deiner scheiße Sonnenbrille. Ach! Da fliegt das Köpfchen. So. Das wird verdammt schwierig werden. Keine Chance, den zu kriegen. Weißt du was? Ich mache mal kurz einen Schnellspeicherstand. Halt. Ich will einen Schnellspeicherstand machen. Oh, komm, was da kommt. Da kommt Chineski Soldatski. Mein Russisch ist inexistent, bis auf ein paar Worte, die ich gelernt habe während der Arbeit in St. Petersburg, aber alle unsere Leute konnten Englisch sprechen, deswegen. Wow. Oh, ich erwische den nicht. Scheiße. Ich hoffe, die respawnen nicht immer wieder. Wow. Oh! Wir richten mit dieser komischen Erbsenpistole erstaunlich viel Schaden an. Boah, weg. Ist nicht wahr, ne? Der Gesundheitsspender, gibt's den noch? Da ist er. Das erinnert mich an irgendein Spiel. Kann das sein, dass Half-Life mal sowas ähnliches hatte? Okay. Ich werde mal einen Schnellspeicherstand machen, damit wir hier... halt. Okay. Wir müssen wohl hier sehr vorsichtig unsere Schritte wählen. Wie lange sind wir schon dabei? Halbe Folge. Das ist so fies, die haben alle Maschinenpistolen und ich nur so eine Erbsenpistole.
Und dann die spawnen die und lassen nicht mal eine Waffe da. Hol ich mir nochmal Gesundheit? Also solange wir in der Nähe sind, ja. Okay. Okay. 3 killed. 100, 1 Million to go, würde ich mal sagen. So. Also, es sieht so aus, als müssten wir da hoch, dann hier durch so eine Röhre durch. Ich hoffe, dass wir da irgendwann auch mal... So. Dann mal schnell. Okay, also ich denke mal, man sollte hier nahezu an jeder Stelle speichern. Ich renne jetzt hier trotzdem mal ein ganz kleines bisschen voran. Da ist ein Gesundheitsspender, sehe ich gerade. Und eine Wumme. Huch. Ja, da, guck mal. Oh, das ist ein Scharfschützengewehr. Na, superb. Eine Mine. Ich weiß nicht, wozu ich die gebrauchen soll, aber wahrscheinlich für den Sneaky-Sneaky-Einsatz. Hier haben wir eine Gesundheitswiederherstellungsstation. So, dann gib mir mal Gegenstände, Heckenschützengewehr. So, wenn man über eine Sache hinweg ist, dann respawnen die Gegner dort wieder. Okay, das ist eine ziemlich fiese Angelegenheit. Das heißt, also da unten bei dem Gesundheitsspender ist jetzt schon wieder ein Gegner. Na, das ist herzlich willkommen, nicht? Ich versuche es mal hier reinzukommen. Was ist das? Oh! Immer wieder gerne gesehen. Ja, Loot mitnehmen bringt hier, glaube ich, mal gar nichts. Was haben wir da? Ein Munitionsspender. Gesamte Munition wieder. Alter, das ist ja mal seltsam, ne? So, hier haben wir Granaten und sonstigen Quatsch. Also Dinge, die ich normalerweise nicht benutze. Weißt du was? Chinesisches Sturmgewehr einmal her. Warte. Gib mal das Heckenschützengewehr. Ui. Das war gut. Darf ich mal raus? Ich drücke hier ständig die falsche Taste, Entschuldigung. Ich bin etwas... Wenn ich so weitermache... Ich kann das nicht sehen. Habe ich bald keine Munition mehr. Ach. Halt. Ihr könnt mich hier gar nicht kriegen. Guck mal. Warte. Stimmpacks haben wir gar nicht. Ach, Kacke. Naja, dafür haben wir ja die, ne? Oh, oh, oh. Komm her, wenn du was willst, Vögelchen. Okay. Einer ist schon reichlich angekratzt. Ein Gau. So, die Vögelchen hatten wir dann mal.
Ich gehe noch einmal zurück zum Gesundheitsspender. Wow, ich fall. Und einmal zum Munitionsspender. Ja, es ist ein bisschen more tactical, das Ganze hier. Alle. Geiles Thumbnail. Okay. Tovarishi, wir werden das schaffen. Wo schießt der her? Ach, der da unten. Ist das der? Kann der uns hier sehen? Machen wir einen Speicherstand hier. Und zwar mache ich mal einen dedizierten. Vorsichtig. Müssen wir da oben hin oder? Huch, ist das spannend. Leute, Metal. Gibt's hier irgendwelche Supplies oder ein Stealth-Boy? Ja, wir könnten ja mal, wenn wir die schon haben, ne? Ich hasse das. Die Dinger sind eigentlich ziemlich verwirrend. Und wie wir an verschiedenen Ecken gesehen haben, bieten sie auch nicht wirklich hundertprozentige Unsichtbarkeit. Ja, hier sollen wir wahrscheinlich lang, ne? So, lass uns noch mal auf die Karte gucken. Ach, das können wir wahrscheinlich gar nicht, weil... Wow, Gott, guck dir mal das an. Ach so. Lokale Karte. Weltkarte. Wir sind schon eine gute Ecke weitergekommen. Artillerie von Overlook. Die hier mal nicht viel zu schnell sind, Digga. Okay. Wie lange sind wir dabei? Ich mache mal kurz eine Pause, damit hier nichts, ne? Oh, eine Folge. What the? Also die von hier drüben haben wir wahrscheinlich schon alle, ich will ja nicht unken, aber die haben wir wahrscheinlich schon alle rüber gelockt. Hätte ich vielleicht noch mal den Munitionsspender aufsuchen sollen. Hey, Diggi, du bist tot. He fucking über. Okay. Ich hoffe, wir kriegen hier irgendwann auch noch mal einen Munitionsspender. Ich werde mal einen Schnellspeicherstand machen. Also das haben wir ja aus Mütterchen Zeta gelernt, ne? Schnellspeicherstände kann man eigentlich nie genug machen. Zumindest in den Add-ons. Irgendwas hier. Da ist eine Tür. Tür nach Höhenaußenposten. Ah. Erfüllt. In den chinesischen Artilleriestandort eindringen, sich mit Sergeant Montgomery treffen. Yo. First objective accomplished.